Mein Name ist Hans-Gerd Husung, ich bin stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Bundeskanzler Helmut Schmidt Stiftung. Was Sie auf diesem Foto hinter mir sehen, ist der Tatort der Entführung des Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleyer am 5. September 1977 in einem Villenvorort von Köln. Dieses Bild vermittelt einen unmittelbaren Eindruck von der Brutalität des Vorgehens der RAF, die 4 Menschen getötet hat, um am Ende des Überfalls den Arbeitgeberpräsidenten in die eigene Gewalt zu bekommen und ihn zu entführen, um damit ein Symbol, ein Zeichen zu setzen, das aber von der Bevölkerung nicht aufgenommen worden ist. Am selben Abend noch gab Bundeskanzler Helmut Schmidt eine große Fernseh- und Rundfunkansprache, in der er den Bürgerinnen und Bürgern des Landes die Situation erklärte und den Gemeinsinn mobilisierte. Sie sehen, gegen den Terrorismus steht der Wille des ganzen Volkes. Das war sozusagen Tenor der Botschaft, die über den Tag hinaus getragen hat. Weshalb habe ich dieses Foto für mich ausgewählt? Es ist die persönliche Betroffenheit. Einmal damals als Bürger. Wenn Sie sich vorstellen, Sie fahren auf der Autobahn, dann wurden Sie dort damals bei der Auffahrt auf die Autobahn von schwer bewaffneten Polizisten kontrolliert und bei der Abfahrt von der Autobahn erneut. Es war sozusagen auf die Art und Weise vermittelt, wie Freiheit und Sicherheit in einem unmittelbaren Zusammenhang steht und es Situationen gibt, in denen die Sicherheit betont werden muss. Das war eine solche Phase damals. Später, und das konnte ich damals noch gar nicht ahnen, war ich viel dichter herangerückt an die Herausforderung, die die RAF für unser Gemeinwesen darstellte. Ich war nämlich persönlicher Referent des Präsidenten der Max-Planck-Gesellschaft. Und der Senat dieser Max-Planck-Gesellschaft war durch hochrangige Persönlichkeiten der Bundesrepublik besetzt, darunter Helmut Schmidt und der Vorstandssprecher der Deutschen Bank Herrhausen, der kurze Zeit später auch von der RAF ermordet wurde. Diese Sitzungen fanden wie in einem Hochsicherheitstrakt unter schwerer polizeilicher Bewachung statt. Noch intensiver betroffen war ich, als der Name meines Präsidenten auf einer RAF-Liste auftauchte und Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden mussten. Ich selbst habe dann nur noch hinter Panzerglas gearbeitet und musste selber dafür sorgen, durch Aufmerksamkeit auf mein Umfeld, dass ich verdächtige Entwicklungen dann gegebenenfalls auch der Polizei melden musste. Es war also eine große Unsicherheit, die mich erfasste und die mich eigentlich ein Leben lang begleitet hat. Das war etwas, was einem bewusst machte, dass es absolute Sicherheit nicht geben würde. Auch ein Punkt, den Helmut Schmidt immer wieder stark gemacht hat. Er hat es geschafft, sozusagen das Bewusstsein dafür zu wecken, dass auch der Schutz von herausragenden Repräsentanten eines Staates nur durch das Wertesystem, das die Bürgerinnen und Bürger gemeinsam teilen, gewährleistet werden kann. Damals haben die Medien dieses Wertesystem vermittelt. Heute würde man sich sehr freuen, wenn auch die sozialen Medien sich dieser besonderen Verantwortung für das Gemeinwesen bewusst wären.